Oh, da bin ich wieder. Ja, okay. Ich wollte schreien, ja. Ja, ist kurz, ne? Also, ich habe weiterhin aufgenommen, aber es wird dann gekartet dann, ne? Ja, du kannst da schneiden. Ich nehme jetzt Ja. halt neu auf, dann quasi jetzt. Also, nehme ich neu auf, sondern halt. Ich gucke jetzt kurz, wie groß der Part ist. Finden würde. Komm schon. Da irgendwo ist es. Borderlands. Ja, mal gucken. Ja, bereit, wie du, wann du bereit bist. So, da bin ich wieder. Kurze Unterbrechung wegen Telefonat. 5 Stunden. Nein, Spaß. Ja, das würde meine Kam mir Festplatte gefühlt. freuen, so ungefähr. Kam mir gefühlt so vor. Wo geht's denn jetzt weiter? Da vorne müssen Ah, wir. da waren wir. Okay. Ach, gerade. Hundi! Granate hin. Nein. Oh, hat er mich noch getroffen, der Arsch. Dann regeneriere dich. Siehst du was dann? Bild, regeneriere dich. Hey, wie mich wieder getroffen hat. Gibt's doch nicht. Ja. So. Und da ist er, der Dicke. Was? Ja, das hat mir gerade auch fast das komplette Leben weggeht. Und da du ja ein kleines Schild hast. Aber der Ulti ist tot. So gut wie. Nein! Das ist schwer Der gewesen. lebt ja noch, der. Okay. Ja, meine Granate hat auch getötet. Sehr nice. So, da ist er weg. Da unten ist auch noch was. Der ist weg. Irgendwo hier ist noch was. Ja, hinter dieses Dings hier. Dann geh mal außen rum. Wo ist der? Keine Ahnung. Ach so, Backe vielleicht da unten rum? Kann das sein? Ist Ja, so ein dachte ich auch Turm? gerade, aber. Mal Granaten, könnten den erfinden. Nee. Doch, da ist er irgendwo. Wirklich, also meine Granaten finden den nicht. Ja, dann gehen wir einfach so weit. Nee, du warst. Hier unten ist übrigens andere Kammer-Symbol. Was? Da. Oh, warte. Gut, dann habe ich jetzt auch alle. Es ist so fies versteckt da, ne? Ja, das Aber geht. man hätte drauf kommen können, ne? Also es gibt schlimmere Oh, versteckt. nein, nein, nein. Bei diesem Konstruktor bin ich jedes Mal gestorben, aber so richtig gestorben. Aber wo ich das erstmal hier durchgespielt habe. Aber jetzt verstecke ich mich einfach hier hin, hier hinter, und dann schieße ich auf den. Oh, macht bei dir was noch was irgendwie? Nee, der kommt da. Doch, hier. Judge Loader. Ein Den ich Judge. leider nicht. Nee. Jetzt. Das Ding geht es jetzt schnell ein bisschen down, hoffentlich. Kriegst du, oder? Ich will gehen, ja. Den krieg ich auch. Hallo, Die räumen Mr. hier einfach komplett auf. Ja, Wo haben wir sie das. zu mir hin? Genau, perfekt. Genau hier verstecke ich mich auch immer. Weil Nö, ich verstecke die. mich jetzt nur hier, weil du hier gerade stehst. Normalerweise So. gehe ich woanders hin. Ah nee, das ist immer so meine Versteckstelle wegen dem Konstruktor. Dann sehe ich den immer von hier aus dann, weißt du? Das ist ein bisschen einfacher für mich. So mache ich das normalerweise.
irgendwo an der Kante. Da hauen die ganzen Raketen einfach. Ja, deswegen ja. Irgendwo dagegen und kann nichts passieren. Ich bin hier immer, das passiert auch nichts. Achtung, erstmal ein Surveyor, ne? Ja, hab ich schon gesehen. Den, den bräuchte ich mal ganz kurz. So. Da ist er. Nicht töten, bitte. So. Dann schwankt das tot. Ach so. Weil wenn ich was Facelock habe, ich 100% erhöhte Feuerrate, 60% mehr Damage. Ach, okay. Gut. Ich kenne mit der anderen Klasse noch nicht aus, weil ich wollte erstmal mit Commander erstmal alles machen soweit. Und dann so die anderen Klassen so nebenbei. Ja, Kommando ist halt wirklich die Klasse, die am wenigsten Besonderheiten hat. Ja. Weil nur dein Geschütz und muss halt auch irgendwie deine Fähigkeiten kombinieren. Ja. Oh, der ist schon nicht fest. Dann ist er tot. Da ist noch so wer. So, da ist auch noch mal so einer. Es kommt, ich sehe nicht. Ja, ah, also hast du schon umgebracht, du. Ja. Ich weiß nicht, wie ich ihn umgebracht habe. Ich auch nicht. Ich habe ihn nur irgendwo gesehen auf der Karte und dann hast du ihn umgebracht. Boah, noch ein Surveyor da. Oh, hallo, Mr. Badass. Boah, ey, die Surveyor, wie die aufregen, ey. Ja. So, jetzt schaut zu. Zeit zu sterben! Oh, schade, mag ich nicht mehr. Ah, jetzt dauert. So kranker Scheiß, wie viel Damage die Sirene raus. Ja, das ist richtig schon viel. Halt still. Gut, gut, gut. Muss der nicht eigentlich langsam weg sein? Was? Ich meine den Konstruktor. Konstruktor ist doch weg. Ja, bei mir ist er noch angezeigt. Okay. Also es zeigt ihn nicht mehr auf der Karte an, aber sein Bild ist doch da. Weg. Bei mir. Komplett weg, oder? Ja klar, komplett. Also der ist explodiert vorne. Also du kannst bei meiner Aufnahme sehen, dann dass er noch da ist. Ja, du kannst bei mir sehen. Das ist eine epische Pistole. Epische? Epiche. Ich brauche keine Ahnung. Kennst du mein Video zu The Warrior? Keine Ahnung. Nein? Nö, kenne ich nicht. Ja. Weil ich jetzt gerade sehe, den Boss nicht mit Feuer bekämpfen, ne? Mit Schock am besten oder ohne Elementar oder Explosionen. Oh, es geht. Schlägen. Ja, Slack bringt bei ihm auch nichts. Das Feuer, Slack und Korrosion macht ihm gar nichts. Jetzt liegt es an mir, diese Welt vor deinesgleichen zu retten. Aber ich bin mehr als froh, das zu tun. Kennst du ein paar Safe-Spots da beim Boss, der dich nicht eingreift, tust, muss nur noch die diese komische Kristalline. Viele Safe-Spots. Ja, das ist. Da unten ist übrigens noch ein Badass-Ding. Ich gehe jetzt noch nicht runter, weil man stirbt dann. Aber mir kommt halt ein Badass-Ding noch. Willst du kurz runter? Mit einem stärkeren Schild vielleicht? Ich seh den gar nicht. Hä? Nee, einfach durch die Lava und dann rechts abbiegen. Da ist eine Kiste und kriegst noch ein Badass-Token. Aber du sollst vielleicht einen stärkeren Schild anziehen. Ich sterb ja eh, also egal was ich mache. Ja, aber wenn du auf dem Weg dahin stirbst, dann kriegst du nichts. Du stirbst halt 270. Erst nachdem du die Kiste geholt hast normalerweise. Ich nehme das neue Schild dann, ne?
326.000. Also runter, runterspringen, dann rechts. Runter, genau, und dann so darüber. Ja, okay. Kann dich auch retten, wenn du noch an Sichtweite stirbst. Aber wenn ich genau in Lava einfalle, passiert nichts, oder wie? Nee, da einfach, da so runter springen, runterlaufen. Du kriegst nicht so viel Schaden. Du kannst wirklich bis dahin laufen. Dann bist du am Ende auch wieder sicher. Entre, genau, siehst du es? Ja, er löscht das Feuer. Ja. Aber gerade so eben, wo mein Schild ausgegangen ist. Genau, und jetzt musst du dich auch nicht umbringen, weil ich kann ja einmal rausreisen, wieder reinreisen und dann bist du auch wieder da. Das ist so ein kleiner Trick, wie man da nicht sterben kann, wenn man halt einen dabei hat, der da nicht runter will. Aber hier, da geht's aber noch weiter, oder? Ja, du kannst dann da in den Tod rennen. Klingt spannend. Also, selbst wenn du den Wasserfall erreichst, also den Lavafall da, und da runter springst, bist du auch tot. So, out of range, also, da, und da kommt Hyperion da und dann sagt. Keine Ahnung, ob diese Pfeilschilder da Trollschilder sind. Man kennt ja 2K, ne? Oder so. Gearbox Software. Ich kann es auch von hier oben, glaube ich, sogar anschauen. Du bist eine Seuche. Oh, es ist dunkel. Ich laufe nicht so weit vorn, ich habe die schlechtere Leitung. Was? Schlechtere Leitung? Ja, da bist du schon da vorne und ich bin noch beim Startpunkt oder so ungefähr. Ja, nee, das liegt daran, dass ich Horst bin, glaube ich. Ja. So, hier hättest du runterspringen können. Ja, cool gewesen, ne? Ich bin dank. Da hinten. Das war knapp. Und hier gibt's einen kleinen Trick, wenn du den Aufzug nicht benutzen willst, kannst du hier mit einem Raketenjump bis darüber springen, wenn du deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht hast. Geht ja, wenn dein Schild aufgebraucht ist und so Spaß. Nee, wenn mein Schild aufgebraucht ist, bei dir geht's. Mit diesem Speed Glitch beim Kommando. Kann ich dir bei Zeiten auch mal noch zeigen, wenn du willst. Ja, ich bin nicht so schnell. Ist doch wohl gut, diese. Tschüss. Hinter dir ist noch ein Baulandzeichen. Nein! Also, jetzt hinter dir. Jetzt hinter mir? Ja, genau. Und zwar... Hier. Bei mir. Achso, du... Was? Da. Ey, nein! Bist du jetzt wirklich auf meinen Kopf gesprungen? Oh mein Gott. Sieh die Aufnahme. Oh Mann. Und nur, ja, ich schmeiß Geld raus, ich weiß, ja. Die 308.000. Do it away. Do it away. Du weißt doch, ich bin doch eine Hure. So. So, irgendwie kurz noch Sachen verkaufen, weil höchstwahrscheinlich droppt dann eine legendäre Waffe. Ja, bin ich sicher sogar. Ich glaube auch nicht, aber in Einzelspieler-Modus ist das ein bisschen schwieriger, oder? Sniper habe ich. Es geht, also es gibt wirklich, wenn man normal bekämpft, ist ja eigentlich auch gut schaffbar. Wenn du mal stirbst, zeige ich dir mal ganz kurz was. So. Warte. Ja, wieder. Ja, es ist so. Hier wird alles enden. Sobald Lilith den Schlüssel aufgeladen hat, kontrolliere ich den Krieger und rotte euch Banditen auf diesem Planeten aus. Wenn du zur Hölle fährst, kannst du deinen Kammerjägerfreund. Ja, ich komm gleich. Achso, den Trick. Oh, das sind viele Granaten. Oh yeah, Granaten. Ja, das also ist. Also solltest du in dem Kampf sterben. Ja, dann hier rumstehen, ja.
dann kannst du da hoch, Ja, da hoch, etc. da habe ich ja, wo ich das zweite Mal gespielt habe, das so gemacht. Ups. Ja, auf jeden Fall kannst du auf den Felsen auch noch hoch und dann kannst du einfach Ja. runterschießen. Ja, das ist ein bisschen einfacher eigentlich, wie ich finde. Also. Bleibst du da Feuern. oben, oder was? Ja, nee. Ja, ich nehme meine legendäre Waffe da. Muss einfach mal Schock. Weil Feuer ist ein bisschen sinnfrei im Kampf. Und wenn es geht, nicht die Rex abschießen, weil die nerven dann nur. Facelock ab und zu dann mal so ein Kristallisten, aber das ist nur, damit ich halt erhöhte Feuerrate und so Feuerrate, ne? bekomme. Genau, Ja. das ist alles klar. Jack. Kristallisten dann halt töten, wenn man tot ist oder so. Du kommst genau rechtzeitig. Dann ist Der eigentlich Schlüssel ist fast einfach. bereit. Aber bevor ich diesen Planeten für immer säubere, räche ich meine Tochter. Er rächt seine Tochter. Mein Gott. Bist du das? Nein, das war der Falsche. Ah, nein, will ich sterben. Level 69, das ist schon ein Ich bisschen. rette dich, keine Angst. Nee, es geht schon. Ich habe eine Schere geschützt da mit Explosionsschaden. Der hat unglaublich. Ja, nicht ihn abschießen. Sondern den Surveyor da. Siehst du den? Da, den. Boah, jetzt kann ich den ganzen Rex sagen, oder was? Ja, das ist mein Geschützturm, tut mir leid. Oh nein. Oh, Noch wieder mal muss irgendwo ich. kleine Gegner. Warte, ich sterbe mal ganz schnell. Ja, dieses behinderte Schild von dem Loader. Ah, bin auch tot. Ja, schade. Dann nochmal von vorne. Alles. Nicht sicher, ob du noch rechtzeitig da warst. Der hat nicht so viel Leben. Der hat nicht irgendwie Jo, HP passt. zu. Passt eigentlich. Machst du da? Nix. Hey, diese Geschütze aufregen. Oh, ist klar. Hier mich noch beim Runterspringen gekillt, ey. Ja, ist nicht schlimm. Hätte ich sterben sollen, als ich es dir sagte. Ich bin unbesiegbar, Oh ja. Arschgesicht. Ja, ist wieder ein Surveyor irgendwo da. Wie schmecken dir die Kugeln? Lol. Ja, bringt nichts. Warum schmeißt du verpasst und alles? Keine Ahnung, vielleicht kriege ich den noch, deswegen. Nein, der hat ein Schild. Ja. Frag mich gerade nur, woher er das Schild hat. Frage mich auch gerade. Kugeln, du Blödmann. Sieh ihn nicht. Oh, haben wir die Postpfeife gepackt? Ja, ich glaube schon. Super. Und Mal nun? schauen, ob das irgendwas bringt. Ja, Nee, da vorne ist ein Weg, ne? ja, mich greift auch schon wieder ein Weg an. Und nun? Interessant. Keine Ahnung, woher er sein Schild bekommt. Meine Angel war glücklich.
ich teste mal ein bisschen was. Habe ich das? Ja. Geht nicht. Ja, schön. Einmal wieder freitot? Nö, bringt ja nichts. Wir müssen reloggen. Also dann sehen wir uns gleich. Ja, dann sehen wir gleich. Du hast keine Chance. Aber wir müssen nochmal die ganzen Hero-Pass machen, ne? Nö. Nö? Nö. Das ist doch ein komplett anderes Gebiet.